Ja, schönen guten Metal, Leute. Ich bin's wieder, euer Ani. Meine lieben Freunde, was ist passiert? Unser Lieblingsmedien hier, Dings, hat zwei neue Videos hochgeladen. Es geht darum, in der Wildnis draußen. Es ist der zweite Teil. Ich bin richtig wild drauf. Und jetzt sehe ich, wir schauen das Ganze hier beim Spiegellord. Ach, endlich wieder Spiegellord. Endlich wieder. Leute, es fühlt sich so gut an. Es fühlt sich an, wie nach Hause kommen, wie in den Arm genommen werden. Ach, Spiegellord. Wie könnte man dich nicht lieben? Also, das ist. Was ein Ehrenmann. Dann habe ich gesehen, Drach hat auch noch einen neuen Vlog gemacht. Vlog New Part 1. Die Vlogs fangen wieder bei Part 1 an. Wir waren schon mal bei Part 140 oder so. Sie fangen wieder bei Part 1 an. Ja, macht Sinn. Letztes Mal hat er nach irgendwie Jahren Pause einfach bei 100 angefangen oder so. Oder bei 92 oder so. Die Vlogs gingen dann oftmals so. Ja, hallo, hier bin ich. Ich bin gerade in der Warteschlange zu New World. Wollte mich mal melden. So, und tschüss. Das waren wirklich so manche Vlogs. Das ist, ja. Vlog, ich sage es immer wieder, ist ein Videotagebuch. Ich sage auch immer wieder, dass Rainer dieses Prinzip davon noch nicht so ganz verstanden hat. Ich will mich jetzt aber eines Besseren belehren lassen. Es ist Vlog New Part 1. Ich habe euch gesagt, ich bin bei den Erklärweisen. Ich mache mal hier Ding. Wie findet ihr übrigens das Thumbnail? Schreibt es mal rein. Und wie immer, Leute, wie immer, macht Radau unter dem Video, ja? Liebe geht raus da am Mimon, der diese ganze Sache erfunden hat. Radau unter dem Video machen, Leute. Richtig Radau. Kommentare schreiben, Like geben. Ich freue mich immer, wenn ich Kommentare sehe. Einfach hier ja, für den Algorithmus, gegen den Algorithmus, auf den Algorithmus. Und einfach nur Radau, Radau und so weiter. Ich finde es schön. Ja, Leute. Like das Video, schreibt einen Kommentar. Hilft mir weiter. Euch kostet es ein paar Klicks. Ich denke, das ist fair. Liebe Freunde, dann ich bin jetzt, wie bei den Erklärvideos, will ich auch hier ganz unvoreingenommen rangehen. Ja? Ich habe das letzte Mal schon gesagt, ich werde jetzt versuchen, die neuen Videos unvoreingenommen anzuschauen und zu kommentieren. ich hoffe, das wird mir gelingen. Was es sonst noch zu sagen gibt, Leute, ich habe euch schon mal gesagt, der Herr Malzahn, der hat einen Zweitkanal, Mr. Lömsk, der ist in der Videobeschreibung, der hat da die Fugger 2 angespielt, beziehungsweise wollte es anspielen. Er macht zurzeit so ein Videospielturnier und da lässt er jetzt gerade bei die Fugger 2 gegen den Bundesliga-Manager antreten. Und er hat die Fugger 2 einfach, ich habe noch nie gesehen, wie einer so reinscheißt, ehrlich, das ist richtig übel. Er hat komplett verkackt. Jetzt muss man aber wählen und abstimmen, ne, für die Fugger 2. Und er möchte das nicht weiter spielen, das Spiel. Und das finde ich sehr traurig. Und deswegen hoffe ich, ihr geht da alle mal rüber auf den Kanal und stimmt für die Fugger 2 ab. Dankeschön. Das war mir ein persönliches Anliegen. Das war eine kleine persönliche Frage, ein kleiner persönlicher Gefallen, den würdet ihr mir damit tun. Das würde mich sehr freuen. Ich liebe nämlich die Fugger 2. Und ich hätte gern, dass die weiterkommen. So. Was gab's sonst noch? Ja, vom Livestream. Ich habe ja gesagt, als ich den Livestream kommentiert habe. Rainer, wie gut wäre es gewesen? Bist du wieder nicht drauf gekommen, ne? Rainer, bist du nicht drauf gekommen? Dieses Aufbauen deines Tarps, deiner Plane, deines Camps, da ein Video draus zu machen, Rainer. Warum nicht? Und wisst ihr, was Rainer gemacht hat? Er hat mich eines Besseren belehrt, Leute. Rainer hat mich eines Besseren belehrt. Das muss man so sagen. Rainer hatte diese Idee. Und Rainer, dafür muss ich dir erstmal ein Lob aussprechen. Das war gut. Wie dieses Video jetzt ist, das wollen wir uns gleich anschauen. Erst schauen wir jetzt rein in den Vlog. Ich bin auch hier sehr gespannt. Ich sehe hier das erste Bild. Er hat, er hat eine Sonnenbrille auf, scheint sehr sonnig zu sein im schönen Altschauer Berg. Lul. So, dann wollen wir mal loslegen. Let's go. Metal, Leute. Servus. Metal Rainer.
Und ein herzliches Willkommen beim Drachen. Heute wieder mal das erste Mal seit langem wieder mit einem vernünftigen Vlog. Ob der vernünftig ist, Rainer, sage ich dir ganz ehrlich, habe ich so meine Zweifel. Und Rainer, wenn man so aussieht, ne, pass mal auf, erstmal nicht so ganz in Nahaufnahme. Und das hier, das sieht aus, nimm's mir nicht böse, aber siehst du selber, oder? Siehst du selber, oder? Das ist gar nicht böse gemeint, Rainer. Aber wenn man so aussieht, nimm doch so einen Selfie-Stick ein bisschen von dir weg. Dann kommen nämlich solche Bilder nicht zustande. Das ist nur ein Tipp. Das ist nur ein Tipp. Das soll auch kein Angriff oder so sein, überhaupt nicht. Das ist nur ein Tipp, Rainer, wie du es das nächste Mal besser machen kannst. Ich will es jetzt nur in der ersten Folge mal ganz kurz thematisieren. Für den Fall, dass ihr nebenbei was anderes gemacht habt und dieses Bild nicht gesehen habt, Glückwunsch. Ihr habt gut daran getan. Denn ich möchte es in Zukunft in den Folgen nicht mehr dabei haben. Ich werde nicht über Hater. Ah, verdammt, ich wollte es. Ich habe mich verdrückt. Er wird nie wieder über Hater reden. Das wollte ich. Ich wollte es vorhersagen. Vertraut mir, Leute, ich wollte es wirklich vorhersagen. Hater reden hier dran. Übrigens hat er das, ich glaube, Ende 2013 das erste Mal angekündigt, dass er nie wieder über Hater sprechen will. Daher, weil mich viele Leute fragen, Arnie, woher kommt der Begriff Voldemort? Voldemort ist der Name, den man nicht aussprechen soll. Ja, oder den man nicht ausspricht. Da sagen die doch immer hier bei Harry Proper, hier, du weißt schon wer. Oder? Sagen die doch immer. Den Namen spricht man nicht aus. Und weil Rainer auch nie wieder die Hater ansprechen will, habe ich mir gedacht, das sind die Voldemort-Hates. Das habe ich vor langer, langer Zeit erfunden. Ich hätte nicht gedacht, dass das so ein Einklang findet ins Game, aber ich finde es immer wieder schön. Ob es Dulli ist, der Lülikopter, Voldemort-Hates, Nussecken, was wir schon alles hier erfunden haben mit der Community, ist einfach großartig. Ich versuche es absolut auszublenden. Es wird mit Sicherheit hier und da mal Aussagen geben. Rainer, wenn es hier und da mal Aussagen geben wird, ist es nicht absolut ausgeblendet. Absolut ausblenden ist gar nichts mehr darüber erwähnen. Aber ich möchte dieses Thema aus diesem Kanal hier komplett raushalten. Du solltest dieses Thema aus jedem Kanal raushalten. Es geht bei diesem Kanal hier lediglich um Videos, um Gelaber, um Getue, um Gemache, um irgendeinen Blödsinn. Siehst du, damit hast du wieder das Prinzip eines Vlogs nicht verstanden. Ein Vlog ist ein Videotagebuch, Rainer. Ein Vlog kannst du am Ende des Tages aufnehmen und erzählen, was du so gemacht hast. Sonst nenn das Format einfach Drache quatscht oder Drache labert oder so. Gab's ja auch schon mal. Mach doch Drache quatscht. Aber ein Vlog, Rainer, ist was anderes. Ich find's merkwürdig, dass der seit 12 Jahren nun knapp oder 10 Jahren Videos macht und immer noch nicht weiß, was Vlog heißt. Oder einfach das Prinzip dahinter nicht verstanden hat. Um alles, nur nicht um den Quatsch mit diesem Kindergarten. So viel dazu. Worüber möchte ich sonst reden? Naja. Jetzt bin ich gespannt, ob er noch andere Themen hat. Ich möchte heute vor allem darüber reden, wie habe ich die Nacht verbracht. Ich kann euch ein paar Bilder ranschneiden. Ah, das ist der Tag danach. Ja, schön. Oh, das gucken wir uns mal an hier. Warte mal. Das sieht, ja, es ist jetzt nichts super krasses, aber ich habe auch schon Schlimmere gesehen, ne? Muss ich zugeben, das habe ich schon schlimmer gesehen. Ich kann mir einen kleinen Ausschnitt reinschneiden von meinem Survival-Video, aber das werde ich wahrscheinlich nicht machen. Und ich sehe sogar ein bisschen was von rechts. Ich werde wisst ihr, eigentlich wäre das nicht so witzig, aber normalerweise ja, sagt er immer, ich schneide euch jetzt hier ein Video rein und dann macht er es nicht. Und diesmal sagt er, ich werde es nicht machen und dann schneidet er wirklich eins rein. Das ist schon mal ganz gut. Bin auch unterdacht. Überdacht, Rainer. Überdacht. Ne? Ist klar. Unterdacht ist, ja, verstehst du selber. Bilder ja, aber das Video vom Survival nicht, weil das ist ja für den Survival-Kanal. So. Im Großen und Ganzen ist es so, ich habe die letzte Nacht draußen gepennt, also ich war... Ich verstehe auch nicht, warum er schon wieder so viele Kanäle macht. Das hat er zum Anfang seiner YouTube-Zeit auch gemacht, da Drachenlords, warum auch immer das S dahinter,
Joker 1510, der Drachenbade, Drachengames LP, weil der hat ja etliche Kanäle gehabt und ist am Ende sowieso auf dem Hauptkanal hängen geblieben. Ich würde ihm das auch auf dieser Plattform empfehlen. Leider konzentriere dich auf einen Kanal, dass der gefüttert wird. Dann kommen die Abos rein. Die Leute abonnieren nicht auf vier Kanälen. Wieder einmal in der Situation, dass ich nicht irgendwas machen konnte, was ich wollte. Rainer, das geht mir auch so heute, glaube ich. Wisst ihr, ich würde jetzt gleich eigentlich gerne einfach eine Nussecke aufmachen, den Grill anwerfen, ja, und lieben Gott einen guten Mann sein lassen. Aber ich muss gleich zur Arbeit. Ich kann auch nicht machen, was ich will. Rainer, irgendwie gehört das zum Erwachsensein dazu, verstehst du? Als Kind kannst du viel, viel mehr machen, was du willst. Aber als Erwachsener, n-n. Ich habe wieder mal rausgehen müssen und draußen pennen. Gründe dafür brauche ich jetzt nicht erklären, aber Ja, die wolltest du ja auch nicht mehr erwähnen, ne? Da sind sie wieder übrigens. kurz zusammengefasst, es liegt mal wieder daran, dass ich keine Hotelunterkunft mehr kriege. Dieses Mal lag es nicht am Geld, sondern an der Unterkunft selber, weil ich einfach keine Unterkünfte mehr kriege hier in der Region. Rainer, dann geh doch in eine andere Region. Ha? Ich sag's, geh doch in eine andere Region. Gemeinde weigert sich nach wie vor, mich unterzubringen. Ich weiß gar nicht mittlerweile mehr, wie viel. Naja gut, Rainer, seien wir ganz ehrlich, du hast das selber mal zugegeben. Die Gemeinde wollte dich in ein Männerhaus stecken, ja, in einen, ja, in einer Obdachlosenunterkunft. Und da hast du gesagt, das möchtest du nicht. Mehr kannst du von der Gemeinde nicht erwarten. Die werden dir kein Haus bauen, Reini. Und es ist auch immer so, nee, ich will gar keine Wohnung, ich will gar keinen Unterschlupf. Und dann sagt er wieder, oh, ich muss draußen schlafen. So, beißt sich ja weg, würde Herr Müller sagen. Aber Reinhard, das wurde dir angeboten und ja, das möchtest du nicht annehmen. Aus deiner Samariter-Sicht, sag ich mal, sagst du ja, oh nö, dann kommen die da hin und belästigen die Obdachlosen. Reinhard, das interessiert dich beim Hotel auch nicht. Ja? Du möchtest da nicht reingehen. Und ich bin ganz ehrlich, ich kann das verstehen. Das wird da nicht sehr angenehm sein. Ne? In so einer Obdachlosen, da wird es nicht sehr angenehm sein. Ich habe da Berichte drüber gesehen, Leute, hier auf YouTube auch. Die Leute binden sich irgendwie mit den Schnürsenkeln die Schuhe noch irgendwie an den Knöchel, damit die nicht geklaut werden nachts. Also, es gibt ganz wilde Dinger. Gut, das war so ein Fall in Berlin. Ich weiß nicht, wie das da unten in Bayern aussieht. Ob das da besser ist oder was. Ich denke mal, das ist von Unterkunft zu Unterkunft verschieden. Aber angenehm ist das da bestimmt nicht. Das kann ich nachvollziehen, dass er das nicht möchte. Viele etliche Behördengänge. Alles funktioniert nicht. Na gut, eigentlich gar nicht groß darüber. Und reiner Behördengänge in Deutschland. Verstehst du selber, oder? Also Behördengänge in Deutschland. Wenn du nicht den Passierschein A38 mit dir führst, bist du eigentlich erledigt. Das ist Deutschland, das ist halt so. Nachdenke, was eigentlich los ist. Ich will eigentlich einfach nur meinen Weg gehen, mein Ding durchziehen. Das tut er ja gerade. Er geht gerade seinen Weg. Das ist gut. Aber das wird mir seit Jahren verwehrt. Wurde es damals auf YouTube und wurde es auch hier weiterhin auf Odyssey oder auf TikTok oder auf Insta oder wo auch immer. Ja, Rainer, komm. Mach fertig. Finde ich sehr schade, weil eigentlich will ich keinem was tun. Ich will auch nicht immer gegen die Leute schießen. Ich will auch nicht irgendjemanden. Merkt ihr, er will gar nicht über die Wolde-Hates reden. Aber es ist das einzige Thema, das er hat. Der einzige Kontext, den er hat. Belästigen. Ich will einfach nur mein Ding machen. Aber gerade das ist das Problem, weil ich eine eigene Persönlichkeit habe und weil ich meinen eigenen Weg gehe. Nee, Rainer, jeder hat seine eigene Persönlichkeit. Und jeder geht seinen eigenen Weg. Das Problem ist, Rainer, wenn man sich nicht sozialisiert und auch ab und zu mal den Weg der anderen mitgeht, ja, und nicht zur Gemeinschaft beiträgt und so weiter, dann hat man von der Gemeinschaft auch meist wenig zu erwarten. Es ist etwas, was vielen Leuten auf die Füße tritt. Weil jeder Mensch, jeder hat eine eigene Meinung. Das ist sehr richtig. Ob er zum Kollektiv gehört oder nicht. Das Problem ist nur, wenn man so ein. Hat er Kollektiv verstanden? einem Kollektiv gehört, dann schießt jeder irgendwann automatisch gegen dieses Kollektiv, weil manche Meinungen eben einfach nicht passen. Und wieder andere Meinungen passen zwar. Ja, Rainer, aber
sitzen da immer noch meist erwachsene Menschen. Ja? Ich sag euch mal, wie es ist. Es gibt so Sachen zum Beispiel, da sind Henk und ich nicht einer Meinung. Und wisst ihr was? Das ist uns egal. So, wir reden halt drüber. So, und dann verständigen wir uns entweder darauf, jo, oder so ist es doch richtig, oder ey, du hast deine, ich habe meine Meinung. Völlig in Ordnung. Oder mit Ofi. Oder sonst irgendwem. Wisst ihr, wie oft ich mit Troll Lindemann zum Beispiel, Troll Lindemann hat ständig eine sehr spezielle Meinung in meinen Augen. Ich mag Troll Lindemann trotzdem sehr. Ich liebe diesen Kerl. Man muss nicht immer einer Meinung sein. Aber man muss sich halt arrangieren. Sind aber vom Zusammenhang nicht. Und das kann man eben nur, wenn man vernünftig sozialisiert ist. Ne, das muss man leider so sagen, Rainer nie gelernt. Der hat die ganze Zeit zu Hause gesessen, alleine, die beiden abgehauen sind hier, Mama und Schwesterlein. Ja, da saß er alleine. Sein größter sozialer Kontakt war das Discord oder Teamspeak. Ne, das ist, ja, wo soll er es auch gelernt haben? So? Man kann ihm ja schon fast keinen Vorwurf machen. So, bei anderen gesehen und. Und genau das ist das Problem an der Sache. Weil umso mehr man versucht, es jemandem recht zu machen, umso mehr Leuten schießt man irgendwann aufs Knie. Der Spruch an sich ist, also dieses Schuss aufs Knie verstehe ich nicht, aber man schießt ins Bein oder so, denke ich mal, oder tritt vors Knie, so kenne ich's. Aber ist okay, wenn er es anders kennt. Ja, Rainer, das stimmt. Aber man sollte es versuchen, ein paar Menschen recht zu machen. Man kann es niemals allen recht machen. Das geht einfach nicht. Zum Beispiel in meinen Kommentaren lese ich sehr oft, unterbrich nicht so oft, lass den Rainer mal mehr reden. Und dann sehe ich aber unter diesen Kommentaren oft andere Kommentare, die sagen, ey, dann guckst du dir halt woanders an. Ja, die Leute wollen, ich habe ja schon ein paar Mal gesagt, ey Leute, wollt ihr, dass ich weniger unterbreche? Und ihr habt gesagt, nein, das ist gerade dein Ding. Und ja, so fühle ich mich auch. Ich habe immer was zu sagen, zu allem, was er sagt irgendwie. Man kann es nicht jedem recht machen, nein. Oder ins Bein oder sonst was. Oh, ran aber der Sparkasse. Reini! Willst du da übernachten heute, oder? Das macht die Sache alles nicht einfacher. Ich für meinen Teil habe keinen Bock auf diesen ganzen Kindergarten. Übrigens habe ich gesehen, beziehungsweise gehört, der Furchi hat beim Förster angerufen. Der Kanal von Furchi ist in der Videobeschreibung, Leute. Lasst da ein bisschen Liebe. Blödsinn, Gedödel und ganz, ich weiß gar nicht, was noch alles. Was noch? Ich habe heute noch einen Termin. Ich weiß nicht, wann ich den nächsten Vlog aufnehmen kann. Das wird wahrscheinlich ein bisschen dauern. Rainer, seien wir mal ehrlich, einen Vlog aufzunehmen, das ist jetzt, du gehst da gerade und redest ein bisschen. Warum weißt du nicht, wann du den nächsten aufnehmen kannst? Das ist doch was, ohne Witz, das ist halt in 5 Minuten fertig. Muss ich gucken, aber sobald ich den hab, geht's weiter. Ich will mir auch eigentlich irgendwelche Sachen überlegen. Ich fasse das mal kurz zusammen. Dankeschön, danke. Danke, Rainer. Das ist eine gute Idee. Weil beim Laufen war das ein bisschen blöd. Außerdem haben mich die ganze Zeit Leute verfolgt. Ja, ich habe, wenn du sagst, die haben die ganze Zeit Leute gefolgt, ich habe niemanden gesehen. Du wolltest die auch nicht erwähnen, übrigens. Ja? Das ist jetzt, glaube ich, das 4. oder 5. Mal. Wir sind bei 4 Minuten. Merkst du selber, oder? Und deswegen fasse ich das jetzt hier mal kurz zusammen, was ich da sagen wollte. Das ist eine gute Idee. Dankeschön. Dann hättest du aber das ganze Video im Endeffekt weglassen können und hättest einfach so eine Sprachnachricht gemacht. Ich fasse mal zusammen, was ich euch mitteilen will. Dann hätte man das Video nicht gebraucht. Aber ist okay, ist okay. Was ich sagen wollte war, ich werde mir Themen überlegen für den Kanal, also für den Vlog-Kanal hier, was ich da so veröffentlichen kann, was ich posten kann. Ich habe noch... Rainer! Man muss da nicht überlegen. Ein Vlog-Kanal ist für Vlogs da. Und ein Vlog ist halt ein Vlog. Was willst du da sonst posten? Archivmaterial von verschiedenen Sachen, die ich eventuell benutzen könnte, die, soweit ich weiß, noch nicht öffentlich sind. Ich habe noch diverse Unbekannte, die ich benutzen könnte.
Es gibt eine Menge Archivmaterial, Rainer. Kannst ja mal Fuddel anschreiben. Auf der Cloud, Rainer, auf der Cloud. Da ist alles voll mit Archivmaterial. machen könnte und so weiter. Fuddel freut sich bestimmt, wenn du ihn anschreibst. Kannst du noch anrufen? Ich geb ihm dann seine Nummer. Nein, Fuddel mache ich nicht. Spaß. Und das alles im Ganzen wäre für mich natürlich von einem großen Vorteil, dann für euch die Videos zu machen. Ich rede hier von Podcasts, ich rede von Laber-Videos, Gedankenvideos und so weiter und so fort. Dann mach doch einen Kanal, den du nennst einfach Gedankenvideos. Oder wie gesagt, Drache quatscht oder so. Nenn's nicht Vlog. Und ich habe da einige Ideen. Es wird vermutlich auch viele Videos im Podcast-Format hier geben. Ich habe auch schon von vielen Leuten gehört, dass ihnen meine Stimme gut gefällt. Waren das Drachenbade, Drachenlord 1510 und hier Joker 1510 und Drachengames? Haben die dir das erzählt, dass sie deine Stimme mögen? Leider habe ich momentan kein vernünftiges Mikrofon. Das ist sehr schlecht für jemanden, der Podcasts aufnehmen will. Merkst du selber, oder? Beziehungsweise kein vernünftiges Headset, deswegen kann ich nur leider sehr schwer aufnehmen. Ja, nur so viel dazu. Rainer, du hast erzählt, du hast 350 Euro auf der Kasse. Ja? Kauf dir doch wirklich ein richtig gutes Headset erstmal. Damit die Qualität deiner Videos, die sind ja deine Videos sehr wichtig, weil du ja sagst, damit verdienst du dein Geld. Dann solltest du auf jeden Fall eine gute Qualität da abliefern. Ich weiß nicht wieso, aber hier habe ich auch irgendwie keine Verabschiedung gemacht. Also, Naja, das passiert. sorry. Schönen guten Abend euch. Tschüss. Schönen guten Abend. Tschüss, Rainer, tschüss. Ich finde es aber schön, dass wir jetzt erstmal den Vlog geschaut haben. Wir wissen damit, er hat. So. Na, ruhig, was bist du denn? Rainer, ich bin doch noch nicht so weit. Sch, warte noch. Wir wissen also, er hat diese Nacht im Wald überlebt. Wir müssen uns also keine Sorgen machen. Ne? Das ist schön, das ist schön. Finde ich gut. Wir können mit einem guten Gefühl in dieses Video gehen. Let's go. Abfahrt. Come on. So, Metal-Leute, Servus und ein herzliches Willkommen zu einem neuen Survival-Video. Heute, oh ja, ich sehe echt gut aus, wa? Ja, weiß nicht. Also ganz ehrlich, für so ein Pickelchen und so weiter, wenn man draußen wohnt, da kann er nichts für. Ne? Ich weiß nicht, wie das dann mit Waschen aussieht und so, keine Ahnung. Rainer, aber so ein Friseurbesuch, der würde dir einfach gut tun. Ich weiß, du willst das nicht. Ich weiß, du willst das Geld für was anderes benutzen und so. Das kann, weiß ich, du schneidest deine Haare lieber selber. Aber mach mal einmal zum Ausprobieren. Einmal zum Ausprobieren. Du kannst auch reingehen und sagen, hier, ich bin's, der Rainer.w. Ich würde gerne so einen Vlog drehen. Ne? Das wäre ein Vlog. Du kannst sagen, guck mal, Leute, ich war beim Friseur, ich sitze beim Friseur. Da kannst du einen Vlog draus machen. Das wäre doch eine Idee. Dann fragte, ey, ich mache auch hier ein bisschen Werbung für euren Laden. Können wir uns da mit dem Preis nicht irgendwie einig werden? Ich bin zurzeit nicht so liquide. Können wir da irgendwas machen? Ja, vielleicht machen die das ja, vielleicht lassen die sich drauf ein. Versuch einfach mal. Ich kann dir sagen, Rainer, das kann einen ganz neuen Menschen aus dir machen. Heute mit einem Video, wo ich mal Vom Aussehen her, ja? kurz ein bisschen was zeige, was ich mir so zu essen habe. Ich hole mir momentan oft, die Marke ist jetzt eigentlich egal, ich hole mir oft. Junge, ist das dein Ernst, Bruder? Die Marke ist egal, hält den Daumen drüber und zeigt sie dann oben drauf. Wie er dabei auch guckt, so. Als wenn er merken würde, ah, das war nicht so clever. Aber so ist er, so ist er. Oh, jetzt fängt es an zu regnen. Oh nein! Mist! Rainer, hier habe ich dir ja schon mal gesagt, du hättest dir vielleicht kein Messer wünschen sollen, sondern einen Schirm. Ne? Fortsetzung folgt. Nun, er ist. Joch, Bruder! Und Rainer, ohne Witz, diese. Guck mal selber. Guck doch mal selber. Das ist nicht witzig. Und wenn ich, dieser Zahn hier wird bald Metal Off sagen, der hat sich schon verfärbt von hier. Man kann auch bei der Qualität das Loch im Zahn erkennen. Und dass der Zahn schon völlig tot ist. Und wisst ihr, was dann ist? Dann sind nur noch diese beiden Zähne hier vorne über. Dann hat er rechts eine Lücke und links eine Lücke. Ich hab's ja schon mal Bugs Bunny Staffel getauft. Ach, Rainer. Nass. Verstehst du? Guck mal, das ist einfach nicht so witzig.
Das hier. Und wie gesagt, guck mal, der Zahn sagt Bad Metal off und hier ist schon eine Lücke. Was meinst du, wie das nachher aussieht, Rainer? Unbedingt, Rainer, unbedingt zum Zahnarzt meddeln. Ich habe mir jetzt einen kleinen Unterstand gebaut, an drei Stellen befestigt, einmal hinter mir und einmal links und rechts von mir. Es ist jetzt nichts Perfektes, ich kann aber nach links schauen und ich kann geradeaus schauen und ich sehe sogar ein bisschen was von rechts. Das ist schon mal ganz gut. Bin auch unterdacht. Bin jetzt Ja, da habe ich gerade eben schon was zu gesagt. natürlich patschnass, aber es hat jetzt mittendrin hat jetzt angefangen zu pissen, gerade wo ich anfangen wollte aufzunehmen. Und Ja, haben wir vorhin gesehen. als ich dann die Aufnahme ausgemacht habe, ich bin froh, dass ich die Kamera rechtzeitig weggepackt habe, war es hat voll angefangen und Was? Kavusch! voll nass. Bin jetzt patschnass hier. Das macht mir jetzt ein bisschen Sorgen über die Nacht. Wie spät ist es? 19:26 Uhr. Also ich denke, ich gebe dem Ganzen jetzt noch eine Stunde. Dann ist es zappenduster. Rainer, ich gebe dir auch nur noch eine Stunde, wenn du so weiteratmest. Dann ist es für dich auch zappenduster. Tut mir leid, wenn ich dir das so sagen muss, aber du klingst nicht sonderlich in Form. Hier ein bisschen meine Verpflegung ausgepackt, alles ein bisschen unter die Plane. Also die Plane ist echt riesig. Das ist eigentlich ein Zelt. Oh, Rainer, Zelten ist verboten. Es ist kein Zelt. Es Ist eigentlich ein Zelt, ist kein Zelt. ist eine Zeltplane, so rum. Und die Zeltplane, man sieht es auch hier, ist ein Reißverschluss, aber das ist halt wirklich nur eine Zeltplane. Ein Zelt selber darf man ja nicht aufstellen. Rainer, diese Zeltplanen, kann ich dir so sagen, sind meist nicht sehr wasserdicht. Das scheint ja jetzt wasserdicht zu sein, okay. Aber Rainer, ganz im Ernst, so eine einfache Bauplane aus dem Baumarkt, die ist nicht sonderlich teuer, aber 100% wasserdicht. Würde mir persönlich besser gefallen, weil ich würde nicht so nass werden und es wäre deutlich einfacher für mich. Aber gut, hier halt wirklich alles in sich ist. Ich bin noch in Sichtweite nach Miskirchen. Ja, wie sollte es anders sein? Hier sieht man das Dorf, sehr schönes Dorf. Er kann nicht aus der Sichtweite raus, ne? Das ist klar. Was sind noch die Häuser? Der Witz ist, ich bin jetzt einfach hier. Hier ist ein Berg, sieht man jetzt nicht, hier ist ein Berg, hier geht es den Berg runter. In ein paar Meter laufen. Jetzt mal Wie bist denn du da raufgekommen? aufhört zu regnen, dann zeige ich euch das mal. Und dann geht es wirklich steil runter. Also ich bin da jetzt den Berg hochgewackelt. Deswegen sehe ich auch. Der ist den Berg hochgewackelt. Gebe ich ihm, der war gut, okay. Sonst hätte ich es gesagt, wahrscheinlich irgendwann, aber das gebe ich ihm. Er ist den Berg hochgewackelt, ja. Aus wie Sau. Also hat es mich Ja, und dreckig bist du auch. Spaß. voll angepisst die ganze Zeit. Nicht ganz so geil. Ist jetzt aber halt so. Ja, was gibt's zu sagen? Ich mache mir jetzt einen kleinen Happen zu. Ich finde es sehr schön, hier gab es einen Cut. Das ungeübte Auge hat es vielleicht nicht gesehen. Auch rein. Ja, er ist auch einfach ein wunderschöner Mensch. Das kann man nicht anders sagen. Er ist ein wunderschöner Mensch. Er fing gerade an, in der Nase zu bohren, hat das beim Schneiden bemerkt und hat es weggeschnitten. Das ist, ich will auch mal versuchen, was Positives zu finden. Zeit nicht ganz so geil, ist jetzt aber halt so. Jetzt guck mal, jetzt geht die Hand zur Nase. Pass mal auf. Ja, was gibt's zu sagen? Und rausgeschnitten. Gut. Ich mache mir jetzt einen kleinen Happen zu essen. Es ist jetzt alles patschnass. Ich habe jetzt zwei Möglichkeiten, mir das zu essen zu machen. Ich könnte hier die Sandwiches essen. Rainer, was sind das für Cent? Rainer, die kosten doch. Ach. Das sind. Warte mal, lass mich mal nachzählen. Wie komme ich jetzt hier zurück? So. Da. Das sind, ohne Witz, einfach drei Scheiben Toast. Und ich glaube nicht, dass man die unter 2, 3 Euro bekommt. Ey, kann jetzt sein, dass ich mich irre. Aber ich kenne es von hier. Ich sage euch, hier in Spanien ist das so ein Ding mit diesen Sandwiches. Hier gibt es ganze Ketten. Also nicht wie Subway oder so. Die machen wirklich nur diese Toast-Sandwiches. Wahnsinn. Also Geld verbrennen ohne Ende ist das. Das sind drei Scheiben Toast. Dafür bekomme ich zwei Packungen Toasts. Für das Geld. Just saying. Die Sandwiches essen. Übrigens ein Dreierpack, ganz neu irgendwie, voll cool. Ich habe ein bisschen was zu trinken. Ey, ohne Witz, ich habe es jetzt gerade so lange gebraucht, um zurückzumachen und dann bis drei zu zählen und er sagt es danach einfach. Ich hätte es einfach laufen lassen sollen. Was ist das hier? Der gelbe? Ist so dieser Tee, ne? Ja, der ist gut. Den kann man trinken. Doch, der ist lecker.
in dem Fall jetzt den gelben Tee. Ich habe aber auch Wasser dabei. Brauche ich ja für zum Beispiel, wenn ich mir jetzt sowas hier zum Beispiel mache. Ansonsten. Ey, ohne Witz, genau die gleichen Sachen habe ich auch. Das sind Spaghetti Carbonara von Knorr. Die habe ich mir gestern gekauft. Gibt es hier in Spanien auch, tatsächlich sogar. Warum habe ich mir das gekauft? Es ist oftmals so, dass ich nach Hause komme von der Malochne, dann keine Zeit habe zum Kochen, weil ich dann, was weiß ich, den Kleinen von der Schule holen muss, ihn dann zum Basketballtraining bringen muss oder so. Dann kloppt man sich sowas einfach schnell rein. Das geht dann. Es ist wirklich nur so ein Notding. Ich habe noch so Ding, versteht ihr? So Cavanossi mit Käse dabei. Ja. Auch lecker. Hm. Ein wahrer Connoisseur ist er hier. Also er lässt sich auch gut gehen, ne? Ich habe verschiedene solche Gerichte halt dabei. Dafür muss ich jetzt halt quasi das Wasser machen. Ein paar Wienerchen habe ich noch dabei. Und natürlich einen Tee. Ne? Also meinen allseits beliebten Zitronentee habe ich auch dabei. Allseits beliebt? Mh. Ja, man macht sich ein bisschen drüber lustig. Es ist eigentlich nur Zucker mit Geschmack. Ne? Das ist, naja. Dabei. Man braucht auch ein bisschen Zucker und Energie. Ja, Rainer, du hast genug Energie gespeichert. Vertrau mir. Und Zucker, och nee, du, nee. Den kann man auch mal eine Zeit lang weglassen. Das geht. Persönlich bin gespannt, wie die Nacht wird. Das hat jetzt ganz schön runtergehauen und gepisst. Wenn es nachher, das ist das Praktische an dem Zelt jetzt. Oder, das ist ja kein Zelt, das ist ja eigentlich nur eine Zeltplane. Er war ein freudscher Versprecher, ne? Er weiß nämlich, Zelten ist verboten. Er will das Wort Zelt einfach nicht sagen. Gut. Wenn es jetzt anfängt, richtig zu pissen, dann kann ich das hier nach unten befestigen. Dann habe ich quasi nur so einen kleinen Weg hier raus. So. Und werde hoffentlich möglichst trocken bleiben über Nacht. Und das hier sieht auch ein bisschen merkwürdig aus hier, aber das ist tatsächlich auch alles dicht. Also ne, so muss man es eigentlich machen, dann regnet es nämlich hinten runter. Wenn ich es nämlich, das wird sich jetzt auch, das sind so Kleinigkeiten, ne? Wenn ich es jetzt das so mache und es regnet, dann sammelt sich da das Wasser, ja. Wird sich das hier mit Wasser füllen. Rainer, was du nicht sagst. Wenn ich es aber oben drüber lege, weil hier eine Kante ist, wegen der Spannung hier, dann regnet es da drauf und regnet es runter. Ne? Das sind so kleine Details, auf die man achten muss. Hier dasselbe. Was ist denn das hier? Wieso löst sich? Hier löst sich auch schon als Plastik. Toll. Ja, Rainer, und so eine Bauplane wäre halt, ne, auch stabiler. Aber das Schöne ist, ich habe hier nach hinten noch viel Platz. Also ich kann mich auch nur kurz noch weiter nach hinten ausbreiten. Meine Isomatte schön doppelt kann ich weiter nach hinten legen. Die ist natürlich jetzt durch das ganze zusammengerollt sein erst einmal nicht ganz so willig, wie ich möchte. Rainer, die meisten Sachen, die, ach, nee, sage ich lieber nicht. Willig und was Rainer will, das sage ich lieber nicht. Ist aber nicht so wild. Und ganz ehrlich, Leute, der Ausblick, es ist allemal wert. Der Ausblick ist schön. Ne? Der Ausblick ist schön. Hier mal draußen zu pennen. Ach Rainer, der Ausblick ist es wert, draußen zu pennen? Warum beschwerst du dich denn dann immer? Das ist dieses High-Brainern. Das mache ich auch ab und zu, muss ich zugeben. Ja? Das ist zum Beispiel, man hat irgendwas gekauft und zu Hause merkst du dann, ey, das war komplett behindert, was ich da gemacht habe. Das war ja gar nicht so schlau. Aber man versucht es sich dann, man versucht Sachen zu finden, aber hier könnte ich es doch gebrauchen und da könnte ich es doch gebrauchen und vielleicht ist es ja doch nicht so schlecht. Man versucht sich das selbst schön zu reden. Und das versucht er hier anscheinend auch. Um mit der Situation besser zurechtzukommen. Finde ich. Ich weiß nicht, ob der Ausblick auch so gut mit der Kamera kommt, aber zum Beispiel das. Ja, ist schön. Kann man nicht anders sagen, ist schön. Drüben, wo jetzt so das Licht reinscheint, finde ich richtig, richtig geil. Ne? Und hier so ein bisschen ins Dorf runterschauen. Richtig, richtig geil. Ja, ist schön. So, ich überlege jetzt echt gerade, was ich mache. Also ich werde wahrscheinlich jetzt erstmal ein Sandwich fratzen. Ich werde die Kamera dafür aufstellen. Rainer, mach doch die Kamera dafür aus. Niemand möchte dich essen sehen. Sei mir nicht böse. Ich möchte sowieso niemanden essen sehen. Warum sollten Leute in deren Video essen? Wenn jetzt ja jemand, ich sag mal, als Beispiel, da ist jetzt bei Rocket Beans ein Etienne Gade oder ein Nils Bohmhoff oder sonst irgendjemand oder ein Simon Kretschmer oder ein Budi, ist egal. Und die machen jetzt irgendwie einen 6-Stunden-Stream. Ey, dass die zwischendurch was essen, ist okay. Ja? Man bekommt ja auch irgendwann Hunger.
Aber Rainer nicht in dem Video. Das muss einfach nicht sein. Und ich habe mein Equipment dabei. Das habe ich euch ja damals gezeigt in meinem ersten Video. Das hat sich jetzt natürlich alles ein bisschen über die Monate hinweg verzogen. Weißt du, wer noch verzogen ist? Du! Ach, das ist über die Monate, Wochen, ne? Monate waren es. Jahre waren es, Rainer, Jahre! Nicht ganz, glaube ich. So. Ach ja, was ich in meinem Fall noch notfalls machen kann, das ist mir gerade so aufgefallen, weil ich jetzt gerade in der Tasche gekramt habe wegen dem Stativ. Ich habe auch noch meinen Schirm. Rainer, es hat geregnet. Und jetzt, wo du ein Dach hast, nimmst du den Schirm raus? Bruder, ehrlich? Weißt du, wofür so ein Schirm da ist? Hörte das? Nee. Er hat einen Schirm. Der ist pitschenass und hat seinen Schirm im Rucksack. Nee, aber verstehe ich nicht. Also wenn es wirklich hart auf hart kommt, könnte ich auch den Schirm nehmen und das so runterhängen. Und dann wird es auch da wegregnen, oder? Ja, Rainer, wenn es wirklich hart auf hart kommt, könntest du auch den Schirm aufmachen und über die Rübe halten. Dann siehst du nicht so nass aus wie jetzt. Nach vorne. Das ist eigentlich eine ganz geile Idee gerade. Das mache ich gerade mal. Einfach nur spaßeshalber mal, damit ihr wisst, was ich meine. Wir wissen auch so, was du meinst, Rainer. So. Ich flexe mit Schirm. Übrigens habe ich den gerade nicht benutzt, als es geregnet hat. Ja. Und jetzt einfach das so drüber legen. Und schon sind meine Beine wunderschön geschützt. Rainer, deine Beine und wunderschön in einem Satz. Ich glaube, das ist nicht mal legal. Wenn sie über der Decke drüber hängen würden, hier vorne würde es drauf regnen. Regnet es wahrscheinlich auch, weil es teilweise über der Plane. Moment, was war das denn da? Selbst wenn sie über der Decke drüber hängen würden, hier vorne. Was ist das denn da? Das hier? Kann man leider nicht so gut erkennen, ne? Nein, man kann es nicht. Es könnte toter Vogel sein, es könnte aber auch sein, dass Rainer ein kleines Feuerchen vorbereitet. Man kann es halt leider nicht erkennen. Würde es drauf regnen, regnet es wahrscheinlich auch, weil es teilweise über der Plane ist. Was mich hier ein bisschen sorgt, ist, dass die Plane hier so runterhängt. Die müsste man eigentlich noch ein bisschen höher hängen, damit sie nach hinten runterläuft und sie schwitzt innen. Na? Ja, das ist normal, durch deine Körperwärme halt. Das ist nicht so geil. Aber das lässt sich jetzt natürlich nicht ändern. Es hört jetzt auch gerade langsam aber sicher auf zu regnen. Das ist ja schon mal ganz praktisch für mich. Habe ich schon mal nicht so viel Stress mit diesem ganzen Mist hier gerade. Das ist auch echt nicht geil, ganz ehrlich, wenn es hier so jetzt so pisst. Das versteht mich nicht falsch. Ich hätte es sogar begrüßt, dass es regnet. Ja? Ich weiß nicht, worauf er jetzt hinaus will. Ich bin so froh, dass es aufhört, aber ich würde begrüßen, dass es regnet. Okay, Rainer, erklär's mir. Wirklich begrüßt. Durch die schlichte Tatsache, tut mir leid, wenn die Kamera jetzt ein bisschen wackelt, aber ich mache die gerade ins Stativ. Ich kann jetzt leider nur auf euch herabschauen, es tut mir leid. Ja, das ist ja auch nichts Neues. Du hast das sogar mal mit Absicht gemacht, Rainer. Du hast gesagt, dass du mit Absicht von unten filmst, weil du auf uns herabschaust. Das weiß ich noch, das hast du mal so gesagt. Ich würde lieber zu euch aufsehen, weil das ist nämlich eigentlich eure Position. Ach, auf einmal, guck mal, wer braucht denn da Geld? Wer braucht denn da eine neue Community? Ja, jetzt steht er über mir. Ohne. Rainer, ich würde sagen ja. Ne? Ich würde sagen ja. Aber wenn ich sage, beschwerst du dich? Ja, euch würde ich das alles nicht machen können. Wobei, ich kann es ja eigentlich nur. Eigentlich muss man es andersrum sagen. Ich muss das wegen den Hatern machen. So rum. Ach, Leute, ohne Witz. Ich habe gedacht, er zieht dieses Video durch, ohne die Wolle-Hates zu erwähnen. Dann hätte ich am Ende, hätte ich das wirklich positiv erwähnt. Das hätte ich wirklich positiv erwähnt. Wenigstens hat er nicht die Wolle-Hates erwähnt. Aber nein. Schade. Eigentlich wird ein Schuh draus. Ist nicht weiter wild. Da du das so schön findest, da alles, die Aussicht so toll findest, dass man auch mal draußen schlafen kann, das ist es ja wert. Und du bist ja sowieso so ein Naturbursche. Willst du jetzt sagen, du bist den Wolle-Hates dankbar? Oder wie verstehe ich das?
Ich mache mir jetzt erstmal ein Sandwich auf. Genau, erst einmal Handschuhe ausziehen. Was auch scheiße ist, ist, dass ich jetzt patschnass bin. Also das wird jetzt wirklich eine sehr ungemütliche Nacht. Aber es hilft leider nichts. Ich habe morgen... Rainer, da hätte der Regenschirm geholfen. ...einen Termin, den ich nicht umgehen kann, sonst wäre ich jetzt eigentlich woanders. Ich komme auch nicht in irgendein Hotel heute unter, deswegen ist das jetzt alles ein bisschen madig. Aber das hilft jetzt nichts. Ich... Oh ja, Rainer, knistern und so weiter, das ist toll. Ohne Witz, also, da machen Leute ASMR-Videos von. Nein. Ich habe schon schlechter geschlafen. Bin ich ganz ehrlich, glaube ich dir nicht. Bin ich ganz ehrlich, glaube ich dir einfach nicht. Und dass du jetzt anfängst, hier vor der Kamera zu essen, naja. Das hätte man auch auf ein paar Minuten später verschieben können. Ja, das Video geht nur noch 10 Minuten. Sagen wir, er hat noch 10 Minuten rausgeschnitten, dann wären es noch 20 Minuten. Und Rainer, der hätte man auch später essen können. Wirklich. Nee, also verstehe ich nicht. Und mit deutlich schlechterem Ausblick. Und mit vollem Mund und offen kauen. Ausblick. Super. Das ist Content hier. Ihr könnt Rainer beim Essen zugucken. Und mit deutlich schlechteren Geräuschen im Hintergrund. Die Geräusche, muss ich sagen, ey, da bin ich sogar fast ein bisschen neidisch. Ich liebe dieses, wenn man im Zelt ist oder so und dann fängt es an zu regnen. Ach, ich liebe das. Ja, das ist, Leute, das ist Content hier. Hä? Dafür bezahlt man noch gerne. Das einzige Problem wird sein, sollte der Besitzer von dem Wald herkommen, wenn es kein Gemeindewald ist. Ich weiß nicht, ob es Gemeindewald ist, keine Ahnung. Ich weiß nicht, wo die Grenzen verlaufen. Wenn ich jetzt hier... Nein, das ging dir bei deinem Grundstück schon so, dass du nicht wusstest, wo die Grenzen verlaufen. Wenn ich im Privatwald bin und ich genau Pech habe, dass genau heute die Person im Wald ist, dann habe ich eine richtige Arschkarte. Da sei froh, dass es regnet. Da bleiben die Leute meist daheim, wenn sie können. Wobei eigentlich nicht. Wenn die Person sagt, ich soll gehen, dann muss ich alles abbauen und gehen. Hilft mir ja nichts. Überhilft mir, hilft. Ich meine, ich mache jetzt keinen Scheiß oder so. Doch, eigentlich schon. Ich mache jetzt kein Lagerfeuer. Würde ich gerne machen. Aus vielerlei Gründen. Meine Klamotten würden trocken werden. Ganz im Ernst, ich glaube, ich habe es ja schon mal erwähnt, so eine kleine Buschbox, damit könnte nicht mal Rainer Blödsinn machen. Aber wenn der jetzt anfängt, da wirklich ein Feuer zu machen, dann mache ich mir erstmal um die Plane Sorgen, um seine Klamotten und so weiter, weil irgendwann wird da was Feuer fangen. Jetzt regnet es mir schon auf die Hand. Dann ist das Ding wohl doch nicht ganz so dicht. Oh, die Augen werden auf die wichtigen Sachen des Lebens, ne? Oh, wie viel ist denn von meinem Sandwich noch da? Lecker, lecker, lecker. Gott, der Wurst. Das ist ein super Zeltplane, Alter. Das ist ein super Zeltplane, Alter. Ja, die ist ja undicht. Dann habt ihr doch was gemeinsam. Klasse. Echt klasse. Wie auch immer. Wenn er sagen würde, ich müsste gehen, dann müsste ich halt gehen. Ich weiß nicht, aber mehr machen kann, als mich wegschicken. Eigentlich sollte das nicht gehen. Und wenn... Selbst wenn es gehen würde. Rainer, wer macht das denn? Ne? Ich habe auch schon ein paar Mal im Wald bivakiert mit ein paar Gumpels. Wir haben auch ein kleines Feuerchen gemacht und so weiter. Natürlich mit Wasser daneben und so, allem drum und dran, wie es sich gehört. Und dann kam auch schon mal der Förster und hat gesagt, ey Leute, was ist hier denn los? So geht's nicht. Und dann haben wir gesagt, ey komm, wir sitzen hier, wir haben ja sogar ein kleines Loch gemacht. Ich sag, was soll passieren, jetzt mal ehrlich. Ja, sagt er, ihr wisst, wie es ist und so weiter. Ich sag, sollen wir jetzt gehen oder was? Er sagt, nee, aber seid vorsichtig, macht keinen Scheiß. So. Im Normalfall, es kommt darauf an, wie die Leute drauf sind, wie man dann mit denen spricht und so weiter. Kommt da jemand mit einem Stock im Hintern, der komplett auf den Regeln besteht und so weiter, mit dem brauchst du gar nicht versuchen zu regeln. Wenn der sagt, geh, dann gehst du. Ganz einfach. Wenn da einer kommt, der sagt, ey Leute, was ist hier denn los und so, mit denen kannst du meist ein bisschen quatschen. Er mich erwischt,
oder erwischen sollte, dann hoffe ich, dass er mich nicht wegschickt. Dann weißt du, was er dann sagt, Rainer? Runter von meinem Grundstück, wird er dann sagen. Runter von meinem Grundstück. Hoffe ich, dass er einfach nur sagt, okay, pass auf, die Nacht kannst du da bleiben. Aber mach keinen Scheiß. Es ist jetzt nicht so, dass ich jetzt den Wald abfackel. Feuerwehr hat wirklich praktisch aus vielerlei Gründen. Ich könnte mich trocken halten oder ich könnte mich wieder trocknen. Keine Minusgrade mehr. Wir haben jetzt Mai, Anfang Mai. Aber es dürfte trotzdem noch sehr ungemütlich werden nachts. Vor allem, wenn ich jetzt patschnass bin. Wisst ihr, er hätte da auch noch bleiben können länger. Er hätte da noch länger bleiben können. Wisst ihr, was er wieder gemacht hat? Er hat wieder gezeigt, wo er ist. Da hinten ist das Dorf. Hier bin ich. So, den Rest könnt ihr euch ausdenken. Er hätte dann noch die nächste Nacht auch noch bleiben können. Hätte er einfach diese Position hier gewählt für sein Video und nicht den schönen Ausblick gezeigt. Natürlich, ey, den will man gerne zeigen. Klar, es sieht gut aus. Aber Rainer, diese Position der Kamera wäre von Vorteil gewesen, wenn du dann noch eine Nacht bleiben möchtest. Möglichkeit, nicht zu erfrieren, gibt es jetzt ein paar Möglichkeiten, was ich machen kann. Ich kann zwischendurch mal aufstehen und mich mal ein bisschen bewegen in der Hoffnung. Oh, Rainer, das ist schwierig. Du aufstehen und bewegen? Also ohne Hände sehe ich das schwarz. Wenn es nicht regnet, in der Hoffnung, dass ich durch die Körpertemperatur meine Klamotten trocknen kann. Würde mir persönlich sehr gut tun, weil dann würde ich auch erstmal wieder trocken werden. Nee, Rainer, weißt du, da gibt es ein Problem. Das würde bei mir funktionieren zum Beispiel. Bei so einem Otto-Normal-Dulli, sag ich mal, ne? Da würde das funktionieren. Das Problem ist bei dir, wenn du aufstehst und dich bewegst, Rainer, dann fängst du, das wissen wir beide, sehr schnell an zu schwitzen. Verstehst du? Und so ist das mit der Körperwärme trocknen. Also dieser Grat ist sehr schmal zwischen ich trockne mit meiner Körperwärme und ich bewässere wieder mit meinem Schweiß. Das ist ein ganz schmaler Grat. Ich glaube, bei dir wäre einfach sitzen bleiben das Sinnvollste. Das Dumme ist, ich habe das Einzige, was ich anders anziehen kann, ich habe bloß ein trockenes T-Shirt dabei und mein T-Shirt selbst ist jetzt, naja, es ist feucht, es ist nicht nass. Mein Pullover ist durchgenässt, meine Hose... Dann zieh ihn doch aus. Meine Hose ist durchgenässt und ich habe leider keine... Lass sie an. Ich habe es mir überlegt, lass sie an. Zweite Hose dabei. Meine Socken könnte ich austauschen, aber es würde nichts bringen, weil die Schuhe nass sind. Dann zieh doch auch die Schuhe aus. Das heißt im Klartext, es ist ziemlich unpraktisch gerade alles. Er hat so viele Schnitte drin. Warum bleibt sowas drin? Er hat so viel geschnitten und das hier bleibt einfach drin. Es ist... Verstehe ich nicht. Oh, wird er jetzt böse? Guck mal auf das Mündlein. Mal hier, ich spule mal zurück. Guckt mal nur auf die Lippen so. Junge, pass mal auf jetzt. Ah, da. So. Oh, Rainer hat mit jemandem geschrieben. Oder Rainer wurde angerufen und hat jemanden blockiert. Man hat gesehen, ihr habt es vielleicht, pass auf, von hier aus gesehen. Ich zeige euch das nochmal. Hier. Am Nasenrücken hier, schaut mal auf diese Seite. Schaut mal hier hin. Das ist ein Anzeichen von Ekel, was er hier macht. Ekel und Aggression. Abscheu. Guckt euch mal diese Seite hier an. Ja, den Teil der Lippe und diese ganze Seite hier. Schaut da mal hin. So. Also er hat entweder eine Nachricht bekommen, die nicht sehr erfreulich war, oder... Ja. Wisst ihr, hier in der Gegend, und ich muss leider hier bleiben, weil ich morgen und übermorgen einen Termin in Nürnberg habe, hier in der Gegend habe ich eine echte A-Karte, weil... Rainer, sei mal ganz ehrlich, du hast überall eine A-Karte. Nee, es könnte etwas... Bei dir unterscheidet sich nur noch, hast du ein, zwei oder drei A-Karten in der Hand. Dadurch, dass ich jetzt draußen schlafen muss und es jetzt auch noch regnet und ich jetzt auch noch patschnass bin und es leider nachts zu kalt ist. Übrigens habe ich gesehen, dass sie von der Portugal-Mulle die Bude geräumt haben. Es ist sehr ungeil. Und ich kriege hier in der Gegend leider keine Unterkunft, die ich mit Zug erreiche. Habe ich alles schon aufgebraucht. Reine Unterkünfte braucht man nicht auf. Das ist nichts zu essen.
Wenn ich jetzt da ein Brot liegen habe und das esse, dann ist es weg. Wenn ich da aber jetzt eine Fernbedienung liegen habe, ja, ich kann auch dreimal umschalten, wenn ich will. Nur Unterkunft braucht man nicht auf, man kann dann im Normalfall wieder hingehen. Ich werde dieses Jahr wahrscheinlich in das Hotel gehen, in dem ich letztes Jahr im Urlaub war. Es war nicht das Geilste und so weiter, aber es war halt recht günstig. Und so lange bin ich eh nie in einem Hotel und ich werde da einfach nie wieder Fahrstuhl fahren. Ich bin in meinem ganzen Leben noch nie im Fahrstuhl stecken geblieben. Alleine im letzten Urlaub zweimal. Oder war es sogar dreimal? Also ohne Witz. Ich werde da einfach die Treppen benutzen, weil das Hotel sehr günstig war. So, und ich bin eh nicht viel im Hotel. So, ich bin, die meiste Zeit bin ich am Strand, ich bin draußen mit der Familie. Man geht ins Meer, im Hotel war auch das Essen nicht gut. Man geht halt abends raus zum Essen und trotzdem ist es immer noch günstiger, als wenn man, was weiß ich, 400 Euro die Nacht bezahlen würde. So ein Hotel wie Rainer halt bräuchte. Also, ich bin jetzt abgeschweift, aber was ich meine ist, Unterkünfte braucht man nicht auf. Das ist nicht wie eine Batterie, die ist jetzt leer. Nein, Rainer, da kann man immer wieder hin eigentlich. Und sogar einige, die ich nicht nur mit Zug erreiche, sondern nur mit Taxi. Habe ich auch aufgebraucht, aber ich habe auch kein Geld für Taxi. Bestell dir doch ein Uber. Das ist billiger. Ich weiß nicht, ist das in Deutschland auch so verbreitet, Uber? In Spanien ist das krass, also wirklich, an jeder Ecke. Also entweder Taxi. Oder laufen, Rainer. Laufen wäre auch mal so ein Ding. Entweder Taxi oder eine Unterkunft. Und ein Taxi ohne Unterkunft bringt mir nichts. Habe ich keine große Wahl. Oh, ich habe keine große Wahl. Rainer, deswegen isst man nicht, während man ein Video macht. Eine andere Möglichkeit, die ich jetzt hätte, wäre, kau erstmal und schluck runter. Oder sehen würde, das Deutschlandticket. Wahnsinn, Rainer, Wahnsinn. Das fällt dir jetzt ein. Das haben wir dir vor Wochen schon gesagt. Jung, bleib doch mal ruhig. Er hat gerade runtergeschluckt und schiebt sofort nach. Das ist ab Mai jetzt verfügbar. Und rein theoretisch gesehen, wenn ich mir das holen würde, dann könnte ich mich zumindest im Zug ein bisschen aufwärmen und alles. Ja, dafür ist der Zug da, Rainer. Dafür ist er da. Aber ja, haben wir dir auch schon empfohlen. Ja. Jetzt geht's auch tatsächlich. Wartet mal eben. Ich sitze im Wald und suche mir das Deutschlandticket auf der Bahn raus. Das ist auch. Rainer, vor allen Dingen machst du gerade ein Video und machst dabei was komplett anderes. Geil, oder? So, Deutschlandticket. Monatskarte im Abo, digital. Gültig ab 1.5. bis 31.5. gilt. Finde ich übrigens ziemlich rottig, dass es das nur im Abo gibt. Und wenn man nicht selber das Bahnticket kündigt, bekommt man automatisch das Bahnticket für den nächsten Monat und so. Das finde ich schon, das ist nicht gut gemacht. Bundesweit. Also deutschlandweit. Wow, Rainer. Glückwunsch. Das Handy besonders, wenn ihr mich seht. Für beliebig. Wir müssen dich nicht sehen. Rainer, du musst in dem Video weder das scheiß Ticket buchen, noch musst du essen. So, kümmere dich doch um das Video, mach ein bisschen Content. Es ist doch kein Content, ein Ticket zu buchen. Es sei denn, du bist jemand, der nennt dieses Video, wie bucht man ein 49-Euro-Ticket und erzählt es dann Stück für Stück. Step by Step. Dann wäre es Content. Viele Fahrten in allen Nahverkehrszügen. Das heißt, ich zahle jetzt 12 Monate lang 49,99 oder was? Nein, Rainer, es soll heißen, du zahlst 12 Monate lang 49,99, nicht 49,99. Verzieh doch die Schnute dabei nicht so. Das ist nicht witzig. Rainer, du bist 33 Jahre alt. Oder soll das heißen, ich zahle die 49,99 in 12 Monaten? Genau das wird's heißen. Und schon wieder die Schnute. Guckt euch an. Rainer, genau das soll's heißen. Versuch's mal so. Es soll heißen, du kannst jetzt fahren, in einem Jahr bezahlst du. Ja, genau so. Ich hab euch doch letztens von der Story erzählt hier, wo ich am Geldautomaten war, mit meinem Motorradhelm. Und mich kommen Leute an und fragen mich, ob das da hinten mein Auto ist. Auf so einem Level ist das hier gerade. Okay. Nicht übertragbar. Zahlung nur per Lastschrift möglich. Das ist uninteressant, das kann ich ja machen. Moment mal, nee, kann ich nicht machen. Oder kann ich das machen? Ich weiß nicht, Rainer, wie das mit deinem Konto aussieht.
Das ist natürlich jetzt blöd, dass ich jetzt mitten im Zug, mitten im Wald sitze dafür. Rainer, ach, guck dir das an, das gibt's doch nicht. Da guckt doch das Sandwich aus dem Mund. Junge! Nee! Jetzt wird's wild. Aber das wäre typisch ich. Ja, leider ja, Rainer, das ist typisch du. Und ganz im Ernst, ob du jetzt da im Wald sitzt oder irgendwo auf einer Parkbank, es macht keinen Unterschied. Du hast trotzdem das gleiche Handy in der Hand. Entschuldigung. Dafür ist es zu spät. Zumindest die Hand vorm Mund halten. Rainer, du hast die Hand nicht mehr vorm Mund. Du redest weiter mit vollem Mund. Ja, man muss ja zumindest ein bisschen Höflichkeit zeigen. Wann? Wo zeigst du denn Höflichkeit, Rainer? Höflich wär's gewesen, wenn du mit dem Reinschieben deines Sandwiches bis nach dem Video gewartet hättest. Oder findest du den Mund im Dunkeln nicht, oder wann? Warte mal kurz. Das stresst mich hier gerade. Ich hab mich auch! Genau hier über mir jedes Mal einen Tropfen, der mich trifft. Aber jedes Mal. Wobei der mich hinten nur auch trifft. Und zwar der gleiche Tropfen, oder was? Trifft dich einfach zweimal. Müsste das eigentlich in der Mitte auch noch... Das ist der JF Kennedy-Tropfen. ...irgendwie hochhängen. Das muss ich mir noch... Muss ich noch mal gucken. Ich muss noch ein bisschen verfeinern. Das ist jetzt natürlich nur ein komplettes... Das ist jetzt ein komplettes Provisorium. Und ich merke schon, dass mir kalt wird. Das ist nicht gut. Sobald ich anfange zu zittern und ich merke, dass es gleich losgeht. Wenn man zittert... Was zitterst du denn so? Das ist das erste Zeichen von Unterkühlung. Nein, Rainer, ist es nicht. Wenn dir kalt wird, ist es das erste Zeichen von Unterkühlung. Wenn du zitterst, ist es noch schlimmer. Aber es ist nicht das erste Zeichen. Das ist unpraktisch, ohne Ende. Ist das nicht sogar... Warte mal. Ich glaube, ich bin schon völlig beknackt, ey. Hab ich das... Rainer, wir denken gerade das Gleiche. Das ist ja witzig. Bisher echt noch nicht gerafft? Ja, tatsächlich. Ich habe das bisher echt noch nicht gerafft. Ich bin ja echt eine... Darf ich den Satz beenden, bitte? Ich darf Vollpfosten. Ich hätte was anderes gesagt, aber nehmen wir Vollpfosten. Ist okay. Ja, das ist auch so eine Sache, die ich nicht verstehe hier. Was denn, Rainer? Das kleine 1x1? Die IBAN und die IBC-Nummer funktioniert, das stimmt nicht. Das klar stimmt. Das heißt nicht IBC, es heißt BIC-Nummer. BIC. Ach so, nee, das stimmt nicht. Bin ich im Vollpfosten. Das war nicht die IBC, das sondern die Bankleitzahl. Ist, Rainer, BIC. Naja, normalerweise geht es ja tatsächlich. Also normalerweise sagen die ja entweder oder. Und in dem Fall steht aber nur dabei, dass man die BIC-Nummer braucht. Das ist jetzt hat er BIC-Nummer gesagt. Sehr gut, Rainer. Und gleich danach wieder, Junge. Das ist natürlich was anderes. Irgendwas stimmt hier gerade nicht. Rainer, wahrscheinlich liegt der Fehler am Bediener. Das kann doch jetzt echt nicht dein Ernst sein. Bei der Verarbeitung ihrer Abos ist ein Problem aufgetreten. Natürlich, warum funktioniert es bei mir auch nicht beim ersten Mal? Warum funktioniert es bei mir auch beim ersten Mal? Ne? Warum sollte das funktionieren mal nicht? Rainer, du hast es gerade, das ist egal. So, also Sie erhalten Ihre Kürze eine E-Mail mit weiteren Informationen. Die Preisangabe bezieht sich. Wäre ich Rainer und wüsste, das wäre wichtig für mich, ja, dann wäre ich in Dresden am Bahnhof, da war er ja, da wäre ich da zu einem Schalter gegangen, hätte denen mein Handy in der Hand gedrückt und hätte gesagt, das verstehe ich nicht. Können Sie das bitte für mich machen hier? Ich verstehe es einfach nicht. Ich weiß, es geht hier um Geld, es geht hier um eine Mitfahrgelegenheit, es geht darum, mich aufzuwärmen und ich weiß, ich wäre Rainer und ich... täte mich mit dem Lesen schwerer als andere Menschen. Dann hätte ich es irgendwie machen lassen. Auf den bei den bestellten aktuell gültigen Tarifstand. Also das ist so eine Sache, wo ich schon wieder kotzen könnte. Sehr geehrter Herr Winkler, Fahrkarten Bestellung. Herr Winkler, steht da bestimmt. Bei der Verarbeitung Ihres Abonnements ist ein Fehler aufgetreten. Ja, das haben Sie mir auch in der Ding schon geschrieben. Sie erhalten in Kürze eine E-Mail, die ich übrigens gerade lese.
Rainer, wenn in dieser E-Mail steht, du bekommst noch eine E-Mail, dann liest du die Zukunfts-E-Mail noch nicht. Dann bekommst du wahrscheinlich noch eine. Mit weiteren Informationen. Sollten Sie den nächsten 3 Stunden keine E-Mail erhalten haben, wenden Sie sich bitte an den zuständigen Abosender. Die Kontaktdaten finden Sie in der... Und das Geile ist, mir schlafen gerade die Füße ein. Oh. Ja, Rainer, kein Wunder, wenn die Plauze darauf nächtigt. Ne? Wenn Klein Bauchi auf den Oberschenkeln Haier macht, dann, ja. Oh mein Gott. Hat er mich gerufen? Denn... Ich bin mit Abstand der Beste dieser Gruppe. Versteht er? Mal anders hinsetzen hier. Oder anders die Beine strecken, besser gesagt, dass sie mir nicht ganz einschlafen. Das wäre nämlich extrem unpraktisch. Das ist geil. Das ist richtig geil, was ich hier gerade lese. Nämlich gar nichts. Das ist irgendwie... Ja, Rainer, und das Problem ist, dass du gar nichts liest, ne? Blödsinn gerade. Ist das jetzt im Spam gelandet, oder was ist das? Ich habe jetzt die gleiche E-Mail wie die Info, die ich gerade gekriegt habe, nochmal bekommen. Das ist diese ominöse Zukunfts-E-Mail, ja? Ich habe jetzt eine E-Mail bekommen, dass ich eine E-Mail bekomme. Das habe ich mir so gedacht. So habe ich das verstanden. Hä? Muss ich da jetzt echt anrufen oder was? Nee, das wäre eine Idee, Rainer. Ich weiß nicht, ob das geht, aber ich würde es versuchen. Das ist ja meine eigene Telefonnummer. Wollt ihr mich verarschen? Falls Sie noch nicht für die Lastschriftverfahren der Deutschen Bahnvertrag freigeschalten sind, wird dies nun für Sie durchgeführt. Was? Ach, weil ich für Lastschriftverfahren ich bin für Lastschriftverfahren nicht geeignet. Ganz im Ernst, Rainer, würde ich dir etwas verkaufen, würde ich auch Vorkasse verlangen. Ne? Ich würde mich auch nicht auf deine Schufa sowieso nicht, aber ich würde da nicht auf Lastschriftverfahren vertrauen bei dir. Hä? Habe ich doch schon gemacht. Wollt ihr mich verarschen oder was? So, es nervt mich zwar ziemlich, das sagen zu müssen. Der nächste Fehler. Aber aus welchem Grund auch immer hat meine Kamera leider einen Wackelkontakt mit dem Kabel. Ich habe... Das ist natürlich doof jetzt. Alles versucht, es funktioniert leider nicht. Und meine Kamera kann zwar eine SD-Karte aufnehmen und dann darauf speichern. Bedauerlicherweise kann ich aber nicht die auf der Festplatte von der Kamera oder auf dem Speicher von der Kamera intern auf die SD-Karte umwechseln, also rüberziehen die Daten. Also du willst sagen, du hast Daten auf der Kamera und die sind jetzt verloren? Deswegen komme ich leider an die anderen Daten gerade nicht ran. Falls es irgendwann doch mal der Fall ist, werde ich das zukünftig so machen, dass ich das alles hier rüberziehe. Und das ist eine gute Idee, Rainer. Das ist eine sehr gute Idee. Und nochmal diesen Abschnitt hier rausnehme, ersetze und hochlade. Bis dahin danke ich euch fürs Zuschauen. Schade, ich habe ein bisschen mehr erhofft, aber naja. Es ärgert mich sehr, weil es wäre eigentlich wirklich noch ungefähr das Doppelte an Material gekommen. Du hattest ja auch noch ein Sandwich zum Essen, ne? Das hätte ich auch noch gern gesehen, Rainer. Wie du das dritte auch noch reinrennest. Ich hoffe, ihr habt trotzdem Spaß daran gehabt. Es hielt sich in Grenzen, sagen wir es so. Die Videos vom Survival waren eigentlich anders gedacht. Aber das sind jetzt mal so die Anfänge von dem Ganzen. Schauen wir mal. Ich hoffe, da kommt bald mehr. Wie es weitergeht. Danke fürs Zuschauen. Euer Drache. Und tschö, tschö. Tschö, tschö, Reini. Gut, Leute. Dann haben wir's. Sind wir durch. Wieder eine Stunde. Es ist so verhext. Kannst du mir nichts erzählen. Ne? Wir haben diesmal sogar 2 Videos gemacht von Rainer und es ist trotzdem eine Stunde. Also, manchmal ist es verhext. Gut, meine lieben Freunde, dann wären wir durch. Ich hoffe, es hat euch bei mir ein wenig gefallen. Und ja, ich hoffe, ihr habt schon geliked, abonniert mit Glocke, ne, klar. Und ich hoffe, wir sehen uns im nächsten Video, im nächsten Stream wieder. Liebe Freunde, bis dahin. Werdet oder bleibt gesund. Passt gut auf euch auf. Ganz, ganz, ganz viel Liebe an euch. Medal off.